In diesem Video schauen wir uns Animationen in PowerPoint an. Animationen machen eine der großen besonderen Eigenschaften von PowerPoint-Präsentationen aus. Was sind Animationen? Animationen sind vor allem dazu da, Inhalte zu einem bestimmten Zeitpunkt, den man sich selbst aussucht, einzublenden. Man kann dazu Effekte wählen, die mehr oder weniger entweder sehr ausgefallen sind oder eben nicht besonders ausgefallen sind. Dabei sollte man aber immer bitte mit Augenmaß arbeiten. Je ärger das ausschaut natürlich, desto mehr verliert es an Professionalität. Das heißt, das muss auch immer ein bisschen zum Anlass passen. Macht man eine PowerPoint-Präsentation für eine Geburtstagsfeier, wo man Fotos herzeigt, das soll alles ein bisschen lustig sein, dann ist das ein anderes Setting wie eine PowerPoint-Präsentation für einen Vortrag vor 100 Leuten bei der Arbeit. Gut, wie komme ich zu Animationen? Schauen wir uns vielleicht einmal hier die zweite Folie an. Ich möchte hier gerne zum Beispiel den Text animieren. Das heißt, dass dieser Text hier unten erst angezeigt wird, wenn ich das möchte. Dazu brauche ich nur einfach in diesen Text reinklicken. Muss gar nichts markieren, sondern es reicht einfach reinzuklicken. Und quasi wenn dieser Rahmen hier entsteht, dann ist das Objekt ausgewählt. Und dann gehe ich da oben auf die Registerkarte Animationen. Ich habe hier so eine Schnellauswahl, viel mehr bekomme ich, und das kennt ihr eh schon, mit diesem Pfeil hier nach unten, weitere heißt das. Und da unterscheidet man zwischen Eingangsanimationen, Hervorhebung und Ausgang. Was der Unterschied ist, schauen wir uns jetzt einfach mal an. Eingang, ich kann jetzt hier eben zwischen diesen wählen, oder folgender Tipp, hier unten gibt es noch weitere Eingangseffekte, da kann ich aus einer ganzen Liste wählen. So, und da suche ich mir jetzt mal irgendeinen Eingangseffekt aus, zum Beispiel Wischen, und klicke auf OK. So, jetzt sehe ich hier mal einen roten Einser. Das heißt einfach, das ist mein erstes Element auf dieser Folie, das animiert wird. Ich kann jetzt da hier, wenn ich da wieder reinklicke, mir auch noch, also sehe ich, Wischen ist ausgewählt. Ich kann hier Effektoptionen einstellen. Da kann ich zum Beispiel auswählen, von wo gewischt wird, von links, von rechts, von oben, ich lasse es von oben drin. Und dann kann ich noch einstellen hier, wann das beginnen soll. Start, und Start ist meistens automatisch eingestellt beim Klicken. Dann hier, wie lang der Effekt dauern soll. Das wäre hier 50 Millisekunden, glaube ich. Oder 500 Millisekunden, also 0,5 Sekunden. Ich könnte das verlangsamen, indem ich darauf stelle. Das wird jetzt da sehr langsam. Und schaue mir am besten jetzt einfach mal die Präsentation an. Ich kann auch hier Vorschau klicken. Dann sehe ich, jetzt wird das da ganz, ganz langsam heruntergewischt. Wenn ich da wieder runterstelle auf die ursprünglichen 0,5 und mir das anschaue mit Vorschau, dann sehe ich, jetzt geht es wieder wesentlich schneller. Gut, also ich schaue mir jetzt mal kurz diese Folie auch an mit Bildschirmpräsentation ab aktueller Folie. So, und jetzt sehe ich mal Folgendes, und zwar dieser Text ist hier gar nicht da. Und erst wenn ich jetzt mit der Maus klicke, wird er überhaupt angezeigt. Und das sind Eingangseffekte. Da ist das Element gar nicht sichtbar und wird erst durch den Eingangseffekt angezeigt, also quasi Eingang, es betritt erst die Folie, wenn ich klicke oder wenn eben der Effekt ausgelöst wird. Ich stelle jetzt da hier mal wieder auf zurück, also man kann auch Effekte wieder wegnehmen, Animationen wegnehmen, indem ich hier auf ohne klicke, dann ist alles weg. Und jetzt da wähle ich stattdessen einen Hervorhebungseffekt, ich kann hier auf weitere Hervorhebungseffekte klicken und kann zum Beispiel wählen Fett anzeigen. So, wenn ich es mir jetzt anschaue, diese Folie, dann sehe ich, der Text ist hier. Und wenn ich den Effekt, die Animation auslöse, dann macht er hier jetzt alles fett. Und hier ist er sogar so eingestellt, dass anscheinend Zeichen oder Wortweise alles fett macht. Aber der große Unterschied ist zu den Eingangseffekten, ist der, dass der Text oder das Element von vornherein da ist und es wird durch die Animation einfach irgendwie hervorgehoben, um quasi die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Auch hier kann ich Effektoptionen einstellen. Also das habe ich wieder hier zur Auswahl, Effektoptionen. Da steht es dann nach jedem Absatz. Ich könnte da als einstellen als einzelnes Objekt oder alle gleichzeitig. Irgendwie, was sieht da? Gibt da keinen Unterschied. Man macht es immer wortweise.
Das wird man wahrscheinlich eh trotzdem irgendwie einstellen können. Ich mache mal recht, ne? Ups. Probieren wir es mal aus. Ich gehe hier auf Animationsbereich. Dann habe ich hier den Einser. Das ist hier die erste Animation. Also dieser Animationsbereich ist immer dann ganz praktisch, wenn ich sehr viele Animationen habe. Das schauen wir uns erst im nächsten Video an. Ich probiere jetzt einfach mal das, ob ich das umstellen kann, dass es alles auf einmal fett wird. Ich mache jetzt rechte Maustaste hier drauf. Gehe auf Effektoptionen und kann hier, ah ja, hier sehe ich bei den Erweiterungen Text animieren und hier steht zeichenweise. Und da kann ich auch die Verzögerungen zwischen den Buchstaben einstellen. Ich könnte zum Beispiel bei zeichenweise bleiben und nur eine 0,01 auswählen. Dann müsste das Ganze wesentlich ein bisschen schneller gehen. Da sehe ich jetzt nicht den großen Unterschied. Ups, Effektoptionen war das. Oder ich probiere jetzt aus, das Ganze alle gleichzeitig einzustellen. Jetzt müsste ich auf jeden Fall sehen, ja, jetzt funktioniert es. Bildschirmpräsentation, aktuelle Folie. Und jetzt wird alles auf einmal fett. Also, wie sieht es, man kann sich da selbst ein bisschen spielen. Man muss nur wissen, wo man reinschauen kann. Und das funktioniert eben vor allem hier gut, wo ich quasi hier die Effektoptionen habe, da sind aber nur ein paar drin. Wenn ich mir aber den Animationsbereich anzeigen lasse, dann kann ich hier mit rechter Maustaste mir die Effektoptionen anzeigen. Gut, und als letzten Schritt machen wir noch Ausblendeffekte. Dazu stelle ich jetzt hier wieder auf ohne. Und jetzt schauen wir uns Ausblenden aus, oder Ausgang aus. Ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen, was Ausgang heißt. Es ist hier und es wird verschwinden. Also zum Beispiel, was weiß ich, fegen. Okay, also es fegt mir jetzt heraus. Und wie ich da in der Vorschau schon sehe, er macht das Ganze wieder Buchstaben, also zeichenweise. Schaut zwar lustig aus, aber ist ein bisschen anstrengend bei so viel Text. Das heißt, auch hier könnte ich wieder den Animationsbereich mir anzeigen lassen. Rechte Maustaste, Effektoptionen und einstellen, dass alles gleichzeitig hinaus verschwindet. Gut, das Letzte, was ich noch machen kann, ist, und das ist schon ein bisschen das Herausfordernde, aber das kann manchmal ganz praktisch sein, sind Animationspfade. Ich mache das jetzt hier einfach wieder mit diesem Absatz. Macht zwar nicht besonders viel Sinn, aber ist ja wurscht. Und zwar kann ich hier bei Animationspfade zum Beispiel einstellen, Linienanimationen, Bogenanimationen, Schleifen kann ich fahren lassen, Formen und so weiter. Ich nehme jetzt einmal eine ganz simple Linienanimation. Wie ich sehe, das fährt jetzt also nach unten und ich habe hier, dazu zoome ich jetzt ein bisschen ran. So, habe ich hier diesen Pfad eingezeichnet. Grün ist die Ausgangsposition, das heißt, es ist mittig beim Objekt angesetzt. Und ich kann jetzt da diesen roten Knopf nehmen und ich kann ihn woanders hinschieben. Dadurch sehe ich auch bereits, wo sich dieses Objekt hinschiebt. Also ich kann jetzt zum Beispiel das jetzt hier nach drüben schicken, warum ich das auch immer wollen sollte. Aber der Punkt ist, ich kann. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an auf dieser Folie. Also auch hier bei Pfade ist das Element von Anfang an sichtbar, was ich animiere. Und wenn ich da jetzt draufklicke, fährt das hinter das Bild. Warum fährt das Ganze hinter das Bild? Naja, weil von der Reihenfolge ich hier zuerst den Text und dann erst das Bild eingefügt habe, würde ich haben wollen, dass dieser Text immer vorne bleibt. Dann kann ich entweder rechte Maustaste auf das Bild machen und auswählen in den Hintergrund. Dann ist es immer hinten. Oder ich könnte genauso hier machen, rechte Maustaste auf diese strichlierte Linie und in den Vordergrund setzen. Wenn ich es mir jetzt anschaue, dann sehe ich, dass der Text über das Bild drüber fährt. Gut, im nächsten Video schauen wir uns hier vor allem diese Animationsbereiche, diesen Animationsbereich mit diesen Zeitachsen und so weiter noch ein bisschen genauer an.